Wir sind uns, glaube ich, einig, dass wir eine Zeit der Unsicherheit durchleben. Wir haben nicht nur die Flüchtlingskrise seit 2015, wir haben eine neue nationalistische Entwicklung in Europa, in den USA, in Großbritannien. Wir haben den Zerfall von demokratischen Strukturen in der Türkei. Wir haben den Zerfall von Staaten wie in der Ukraine oder in Syrien und dem Irak. Und genau darauf müssen wir als Kulturinstitutionen reagieren. Wir müssen auch darüber nachdenken, wie wollen wir mit den anderen zusammenleben. Und wir sehen, dass Künstler und die Geschichte von Künstlern essentiell sind, um dieses Verständnis zu kommunizieren, um zu zeigen, dass es nicht nur um eine theoretische, nicht nur um Zahlen geht, sondern es geht um emotionale, soziale Prozesse. Welche Möglichkeiten haben Künstler? Reza Aramesh, der iranische Künstler in Großbritannien, er inszeniert in Versailles die traumatisierten Körper von Flüchtlingen, von Unterdrückten. Und hier wird genau diese koloniale Struktur deutlich, in der Europa in seiner Geschichte reflektiert wird. Wir sind hier auf der Seite der Aufklärung und müssen uns mit diesen postkolonialen Figuren, wir müssen uns mit dieser Geschichte der Migration auseinandersetzen. Diese Zeit des Kolonialismus wird hier konfrontiert in der Ausstellung mit der Erfahrung des Holocaust, mit unserem Ursprung der Traumatisierung im 20. Jahrhundert. Stellvertretend für 50 Objekte möchte ich den Revolver von Kurt Tucholsky nennen, der als sein letzter Ausweg im Exil, auf der Flucht, immer bei ihm war und der auch heute im Archiv der Akademie der Künste ist. Die Munitionskiste, in der die Flaschenpost in die Zukunft gegeben wurde, die Geschichte der inneren Immigration. Das heißt, die Erfahrung von Flucht, von dem Zerfall von Rechtsstrukturen, 33, 45 in Deutschland, sie ist ein Erfahrungshorizont, den wir in Erinnerung bringen, in Relation zur heutigen Situation. Welche Methoden nutzen Künstler? Es ist immer wieder auch eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper zu den anderen. Es ist die Verarbeitung von Geschichte, traumatisierter Geschichte mit dem eigenen Körper, das Auseinanderbrechen von den Gesetzen in der eigenen Erfahrung, wie hier in der Installation Matter of Fact von William Forsythe. Durch das Hindurchwandern oder durch das Hindurchklettern erfährt der Besucher ein anderes Verhältnis zur Sicherheit, zur eigenen Sicherheit und entwickelt das, was ich Empathie als einen der großen Beweggründe zeitgenössischer Kunst beschreiben möchte. Das Verlorensein oder das Vergessen von kultureller Hochkultur, wie hier Silence of Ani, ist ein anderes wichtiges Motiv. Das Aufarbeiten der aufgegebenen Geschichten, der nicht im Mainstream vorhandenen Geschichte, wie der armenischen Geschichte, auch das spielt ist ein wichtiger Aspekt in dieser Ausstellung. Isaac Julien, der karibisch-britische Künstler, er setzt sich mit den Clandestins, mit den heimlichen Fluchtbewegungen aus Afrika, hier Schwarzafrika, nach Europa auseinander. Er ist auch in diesem Sinne jemand, der in poetischen Bildern eine emotionale, eine soziale Dimension entwickelt, um auf das Unrecht, um auf die tragische Geschichte von Hunderttausenden von Menschen, die keine Zukunft haben, hinzuweisen und sie wiederum in ein Verhältnis zu dieser imperialen und kolonialen Vergangenheit Europas zu setzen. Alles das wird nur verständlich auf dem Hintergrund von den Gewalterfahrungen durch Armut, durch das Verletzen der Rechte von Minderheiten, von Frauen, die dazu führen, dass Menschen ihre eigene Heimat verlassen müssen, dass sie in eine Wanderung gehen. Und dafür steht exemplarisch die Arbeit von Nikita Gadan, der das Manual von der Polizei in Russland und der Ukraine von Foltermethoden auf die Porzellanteller projiziert. Oder die Arbeit von Sigalit Landau, die mit einem Hula-Hoop-Reifen aus Stacheldraht an ihrem eigenen Körper exemplarisch zeigt, wie die Grenzziehungen nicht nur äußere Grenzen sind, sondern sich in den Körper einschreiben. Die Arbeit von Nezaket Ekici zeigt die
Reaktion von Frauen, die in das Reenactment der Mordsituationen ihrer Freundinnen gehen. Und schließlich ist die Arbeit von Nassan Tour, in der er sich mit der Frage auseinandersetzt, was macht eigentlich eine Gewaltmöglichkeit mit mir selbst? Wie weit bin ich als normaler Bürger gewaltbereit? In dieser Arbeit First Shot zeigt er, was hier passiert, dass jeder von uns dieses Gewaltpotenzial in sich hat. 10 Menschen, die in ihrem Leben noch keinen Schuss abgegeben haben, aber diese Erfahrung machen wollten, werden gefilmt. Und ich denke, wir müssen an dieser Stelle über die emotionale und über die soziale Intelligenz sprechen, die aus der Kunst heraus eine Alternative zu reinen theoretischen Aufklärung ist und die uns ein Verbindungsglied immer mehr wird zwischen der Notwendigkeit einer Aufklärung auf der einen Seite und einem Populismus auf der anderen Seite. Wie ist eigentlich mein Verhältnis? Wie ist das Verhältnis eines jeden Bürgers zu diesem Gewaltpotenzial? Und insofern ist das eine Recherche, mit der wir den Besucher aus der Ausstellung auch wieder entlassen.